möchte euch ganz herzlich zum inzwischen 14. Cooktank der Sternefresser begrüßen. Wir haben uns zum ersten Mal dem Thema Asien verschrieben. Und diese Entwicklung, die die asiatische Küche auch in Deutschland nimmt, ist hochinteressant. Vielen Dank, dass ihr alle da seid. Merci. Ja, heute, ich habe gesehen, nicht andere Richtung sehen, andere Richtung schauen. Dann das ist sehr interessant für mich. Ja. Ich habe heute Bossam gekocht. Bossam ist ein koreanisches Schweinefleisch-Austern-Kimchi-Gericht, was sehr in Gruppenessen eigentlich sehr beliebt ist, weil man zusammensitzt und jeder nimmt sich da raus und wrappt das in einen Salatblatt. Mir geht es wirklich darum, dass ein Spiel entsteht und dass es eher ein bisschen zieht, als dass es belanglos wird. Und im Endeffekt hat man am Gaumen Auster und Gailan mit einer Spur von Säure und immer noch so ein kurzes Schärfe-Hallo. Auch heute ist das Thema Reduktion auf das Wesentliche. Ich habe mich nur auf zwei Produkte reduziert, also wirklich nur auf das Huhn und auf den Zander. Wieso Ramen? Weil Ramen eigentlich, wenn man das genauer betrachtet, nur aus 5 Komponenten besteht. Die Stilistik hier oben im Restaurant geht immer so ein bisschen auch mit dem Thema Umami, also salzig, sauer, bitter, süß. Ja, das ist immer der erste Gedanke, den ich habe. Und obendrauf was ganz Besonderes, die Umami-Bombe, denn nehme ich ein Pulver von getrocknetem Natto. Da kriegt man das feine Aroma durch den Reis. Man muss sich immer entscheiden, seinen Weg gehen. Man sieht an diesem Griff und dann zeigt sich die, weil ich auch. Asien ist heute nicht nur asiatische Küche mit asiatischen Köchen, sondern die Produkte finden immer mehr Einklang in die klassische deutsche Gastronomie, also in unsere Kernkundschaft. Und deswegen ist es so spannend für uns, auch im asiatischen Sortiment wirklich kompetent dazustehen. Und das sind heute nur kurze Ausschnitte davon, was noch in Zukunft kommt, was die Metro vorhat und was ich als Markenbotschafter dann immer mal wieder in die Welt raustönen darf. I work for Zenno. Zenno is the Federation of Agricultural Cooperatives of Japan. Habe ich ihm erzählt, du Harald, stell dir mal vor, ich habe jetzt eine Zitrone da aus Japan und ich habe das Stück gekauft für 38 Euro. Und dann war auf der anderen Seite des Telefons war dann ein großes Gelächter gesagt, Mensch Christian, hättest doch nur mal eine Trüffel gekauft dafür. Also wir machen heute einen Thunfisch, einen Bluefin-Tuna, Akami und Toro, stark angebraten, kurz abgeflammt. Und da muss es natürlich eine Dramaturgie geben, das muss hoch und runter gehen, das muss abwechslungsreich sein und muss natürlich auch irgendwo einen Höhepunkt finden. Also meine Küche ist eigentlich eine sehr bodenständige, geradlinige Küche, aber trotzdem ein bisschen mit der Liebe zum Detail. Ich will nicht, dass ich in die Schublade asiatisch gepackt werde oder sonst was, sondern ich will in die Schublade Szymkowicz. Fertig. Man lernt nie aus und es ist schön, sich mit Kollegen auf ganz hohem Niveau da auszutauschen. Und wir hatten sehr viel Spaß und Sternefresser haben uns hier eine tolle Plattform gegeben. Es war toll.